Wie funktioniert eigentlich der Handel bei der BKB? Und wie wird man Händlerin oder Händler? Hier im Handelszentrum der BKB arbeiten 25 Händlerinnen und Händler. Einer davon ist Fabio Tetschowan. Fabio, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ja, zuallererst muss man sicher wissen, dass das Handelszentrum der BKB insgesamt 4 Desks aufgeteilt ist. Und zwar Aktien Schweiz, Derivate Aktien International, Obligationen Kapitalmarkt und zu guter Letzt noch die Devisensorte Edelmetall Geldmarkt. Ich selber arbeite seit 4 Jahren am Aktien Schweiz Desk und bin zuständig für den Aktienhandel an der Schweizer Börse. Meine Arbeit umfasst primär die Betreuung von diversen Grosskunden. Und das heisst, ich führe für sie grössere Handelsaufträge an der Schweizer Börse aus. Oder einfach gesagt, ich kaufe und verkaufe Aktien an der Schweizer Börse. Es klingt nach einem relativ komplexen Job. Was braucht es darum, um Händlerin oder Händler zu werden? Ja, der Handel ist sehr streng reguliert. Das heisst, man muss in jeder Situation einen kühlen Kopf bewahren, da man sich auch immer alle Vorgaben halten muss. Zudem ist es wichtig, dass man schnell reagieren kann. Und es erfordert auch, dass man nicht nur bei außerordentlichen Ereignissen eine schnelle Entscheidungsfindung treffen kann, sondern im gesamten Daily Business. Die ganzen Handelspraktiken die lernt man neben der Theorie, vor allem auch das altbekannte Learning by Doing. In meinem Fall zum Beispiel war es so, ich habe die Lehre bei BKB gemacht, habe anschliessend die Möglichkeit bekommen, hier im Handelszentrum einen Stage zu absolvieren und anschliessend habe ich dann auch eine Festanstellung hier bekommen. Danke vielmals, Fabio, für den spannenden Einblick. Mehr zum Handel bei der BKB findet ihr auf unserer Webseite bkb.ch/handel.